Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Werkstattvideo. In den letzten Videos haben wir unser Werkstück rechtwinklig gefräst und in X und Y angetastet. Jetzt fehlt uns natürlich noch eine Achse, die Z-Achse. Wenn ich jetzt zum Beispiel präzise Stufen einfräsen möchte oder Bohrungen auf eine präzise Tiefe setzen möchte, muss ich ja mein Werkzeug in Z vermessen bzw. am Werkstück anfahren. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Eine davon ist, dass man so eine Messdose verwendet. Die soll man auf sein Werkstück stellen und dann mit dem Werkzeug hier auf die Tastfläche fahren, bis die Messuhr 0 anzeigt und weiß, dass man dann eben 50 mm von der Werkstückoberfläche weg ist. Das funktioniert bei dem Klotz jetzt super, aber bei vielen Werkstücken und in meinem Fall bei fast allen funktioniert das nicht, weil ich einfach den Platz nicht habe, um so ein Riesending aufsetzen zu können. Also was macht man? Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, einfach mit dem Werkzeug anzukratzen. Das funktioniert, wenn man die Fläche hinterher nochmal bearbeitet, ist das auch gar kein Problem. Aber wenn ich rotierend ankratze, dann ist das Werkstück eben angekratzt und meine Fläche einfach nicht mehr so schön wie vorher. Andere Methode, ein Stück Papier nehmen, es unter den Fräser oder den Bohrer halten und bewegen und während dem Aufsetzen des Werkstückes dann eben aufhören, wenn das Papier eingeklemmt wird. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie dick ist so ein Papier? Ab wann klemmt das? Habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 Gramm Papier, 120 Gramm Papier oder sowas? Funktioniert auch so okay, aber meine Methode ist das nicht. Ich verwende im Prinzip genau das Gleiche. Nur, dass ich statt einem Papier fühlerleeren Band verwende. In dem Fall ist es jetzt 1/100 Millimeter dick. Man kann natürlich verschiedene andere verwenden, aber das hat einfach den Vorteil, dass ich es ganz einfach abreißen kann und mir dann einfach so einen kleinen Streifen hernehmen kann. Die Idee ist jetzt genau wie beim Papier, dass ich eben dieses Fühlerlernband leicht bewege, mit dem Werkstück aufsetze und in dem Moment, wo mir das Band zwischen den Fingern rausgezogen wird, also ich halte das sehr, sehr sanft, weiß ich, dass meine Schneidkante 1/100 über dem Werkstück steht. In den meisten Fällen kann ich dann in der Digitalanzeige einfach 0 eingeben oder ich gebe einfach dieses 1/100 ein. Das Ganze ist ein bisschen gefährlich. Bei Alu geht es jetzt, aber wenn das Ganze jetzt ein Stahlklotz wäre, dann habe ich ein Problem. Wenn ich überfahre, also im Werkstück lande, dann leidet mein Werkzeug. Hartmetallwerkzeuge können dabei brechen und ja, also es geht alles, auch bei Stahl, aber man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und am besten übt man das an einem Kunststoffklotz. Ja. Das heißt, du nimmst einen verschlissenen Bohrer oder irgendein altes Werkzeug, wegen mir auch einfach erstmal nur einen Passstift. Packst den in ein Futter rein und probierst das mal aus. Bei einem Kunststoffteil, irgendein Restmaterial. Und wenn du dir dann sicher bist, gehst du mal auf Alu oder auf Stahl. Und man kann sich das jetzt zwar gut vorstellen, aber ich demonstriere es jetzt trotzdem mal. Kleiner Tipp noch, wenn man in diese Folie so eine leichte Welle reinbiegt, dann spürt man das Werkzeug schon vorher, wie es den Widerstand leicht erhöht, bis es die Folie aus den Fingern zieht. Und da wäre jetzt Z0.
beziehungsweise 0,01. Und die Oberfläche ist komplett unversehrt. Und so einfach kannst du dein Werkzeug an der Maschine vermessen und es funktioniert eigentlich immer, ob du jetzt in Z antastest oder ob du mal eine Schneide von der Seite anfahren möchtest oder aber auch in der Drehmaschine, um zum Beispiel eine Schneide abnullen zu können. Ich habe die Stelle jetzt markiert, an der ich angefahren bin und makellos. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.